So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Pressekonferenz des SC Magdeburg zum Spiel gegen den THSV Eisenach vor 6.304 Zuschauern. Endstand 27:24 zur Halbzeit, 17:8. Erfolgreichste Werfer auf Seiten des THSV, 7 Tore von Thomas Urban sowie 4 Tore durch Bogdan Kriciotu. Sowie auf Seiten des SC Magdeburg erfolgreichste Werfer heute 7 Treffer durch Jakob Beerstedt sowie Robert Weber ebenfalls 7 Tore. Soweit diese statistischen Werte zum Spiel. Wir begrüßen recht herzlich den Gästetrainer Wladimir Petkovic und bitten um seine Auskünfte zu dieser Partie. Ja, schönen guten Tag und Glückwunsch an SC Magdeburg für ein gutes Spiel, für 2 Punkte. Ich muss sagen, verdiente Sieg. Wir haben 2 unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Erste Halbzeit, überragendes Spiel von Magdeburg. Zweite Halbzeit, überragendes Spiel von meinen Jungs. Aber leider, wir haben zu schlecht erste Halbzeit abgeschlossen mit -9. Für mich ist auch ein bisschen Rätsel, was ist passiert nach dem 6-6. Eine richtig souveräne, gute Anfangsphase, die erste 15 Minuten, 6-6. Wir haben Überzahl gehabt, Chance für das erste Mal in Führung zu gehen und dann lassen wir Gegner. Für mich ist das Rätsel und das muss ich jetzt mich richtig konzentrieren auf diese Phase, letzte 15 Minuten, erste Halbzeit, was ist passiert mit meinen Jungs, 5 Bälle, wir haben verloren, weiß niemand, was war, Schritte, Stürmerfaul, technische Fehler, einfach 5-0 steht in 2 Minuten für Magdeburg und da war ziemlich schwierig, wieder ins Spiel zu kommen. Aber zweite Halbzeit, wir haben gesehen, dass meine Mannschaft hat richtig gute Handball gespielt, die haben Charakter gezeigt, wir haben gekämpft, wir sind nach vorne gelaufen, wir haben gut kombiniert vorne, sogar mit 6 Tore zweite Halbzeit gewonnen in Magdeburg, das ist nicht so einfach, das kann ich nur loben, aber leider wieder, wir sind ohne Punkte. Ich weiß, dass viele sind enttäuscht mit diesem Ergebnis, aber wenn ich sehe, zweite Halbzeit, wie hat meine Mannschaft gespielt, dann muss ich zufrieden sein. Kann ich nicht hier böse sein oder irgendjemand kritisieren. Ich muss sagen auch, dass heute beide Schiedsrichter waren sehr gut. Das ist immer schwierig, in Magdeburg zu spielen. Das ist enorm großer Druck an beide Schiedsrichter. Die haben heute Partie sehr gut und souverän gepfiffen. Dankeschön. Dankeschön, Wladimir Petkovic. Die Einschätzung bitte jetzt von SCM-Trainer Geir Sveinsson, bitte. Schönen guten Abend und Petko, danke für die Glückwünsche. Ja, so wie immer bin ich zufrieden mit den 2 Punkten, das ist sowieso klar. Aber klar, ich kann nicht zufrieden sein, dass ich, also dass wir haben die letzten 25 Minuten mit -8 verloren. Also so einfach ist das. Also. Und ja, so meine Meinung, dann so am Anfang an, die ersten 10, 12 Minuten war das so ein bisschen hektisch. Ich glaube, dass wir haben 4 von 6 Abpralle-Tore gekriegt. Aber langsam also kriegen wir Abwehr in den Griff und also machen viele Kontertore. Und glaube, dass wir haben einfach verdient, so hoch zu führen, in der Halbzeit. Aber dann fangen wir auch gut an. Aber dann, was genau passiert, einfach, wir fangen an zu viel verschießen und unsere Torschüsse nicht zu benutzen. Und Abwehr stand da meistens ganz gut, ganzes Spiel. Mit unserer Deckung bin ich zufrieden, aber das ist klar, so am Ende nur mit 3 zu gewinnen. Also kann ich nicht, also wie das Spiel gelaufen ist, 35 Minuten, kann ich nicht begeistert sein. So einfach ist das. Aber wie gesagt, wichtig 2 Punkte und so, wir werden einfach weitergehen. Danke. Dankeschön, Geir Sveinsson, zu der Einschätzung. Steffen, was kannst du noch ergänzen? Ja, Geir hat es ja eigentlich gesagt. Also ich glaube, das war bis zur 35., 40. Minute schon deutlich die bessere Mannschaft waren. Natürlich versucht man dann auch ein bisschen zu wechseln, um anderen die Möglichkeit zu geben, ein bisschen sich zu erholen. Wir haben in der Phase dann zu viele technische Fehler, zu viele klare Chancen verworfen. Woran das jetzt liegt, kann ich nicht sagen. Das ist, glaube ich, so mehr oder weniger wieder so ein Spiegelbild der Saison, was wir immer schon mal erlebt haben. Dass wir 40 Minuten sehr gut spielen und dann 20 Minuten plötzlich vollkommen die Linie verlieren. Wir werden das auch nochmal versuchen zu analysieren. So richtig wissen wir jetzt auch nicht, woran das jetzt genau liegt, weil die Chancen sind ja da. Wir verwerten sie dann halt nur nicht und bekommen dann, weiß ich nicht, 4, 5 Gegenstoßtore auch in der zweiten Halbzeit.
wo Eisenach dann natürlich wieder ein bisschen rankommt und dann das Kämpferherz bekommt und weiter Gas gibt. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass wir die 2 Punkte geholt haben. Jetzt haben wir wieder eine Woche Zeit, uns vorzubereiten. Der nächste Gegner, Göpping, wartet schon und da müssen wir es deutlich besser machen. Danke. Danke recht herzlich. Steffen Stiebler, gibt es Fragen an die Verantwortlichen? Bitte das Mikrofon verwenden. Wir haben auch unsere Zuschauer in den diversen Räumen in der Arena. Danke. Jakob Baggerstedt hat zum Beispiel eben gerade gesagt, dass genau das das Problem ist, dass schon des Öfteren diese Saison ein klarer Vorsprung da war und ihr den aber nicht verwalten konntet. Ist das wirklich so, dass das die Mannschaft immer noch nach wie vor verunsichert, diese Erfahrung, die sie schon inzwischen in dieser Saison mehrfach gemacht hat? Also ich sag mal, ich habe ja auch ein paar Jahre Handball gespielt und ich weiß, dass so eine Sachen natürlich irgendwo immer da sind. Ja, ich glaube aber eben, wir haben gedacht, dass jetzt gerade in den letzten Spielen wir das deutlich abstellen konnten. Vielleicht hat man dann auch bei 11 Toren oder bei Halbzeit 9 Tore das Gefühl, na, das wird schon werden, dass man nicht mehr ganz so konzentriert ist, wie man es vielleicht dann in der ersten Halbzeit war. Aber das spielt sich natürlich, wie du sagst, alles im Kopf ab. Ja? Und da kann man leider im Spiel nicht immer in die Köpfe der Spieler reinschauen, was da jetzt genau passiert. Aber ist sicherlich eine Sache, wo wir auch weiterhin dran arbeiten müssen. Ja, ja, du hast schon frühzeitig Vincent Sohan gebracht und auch Alex Saul heute. War das so von vornherein so von dir ein festgelegter Plan oder hast du gesagt, das mache ich situationsbedingt abhängig, wann ich zum Beispiel einen Alex Saul bringe? Also mit Vincent war das sowieso also nicht geplant. Yves schießt 2-mal und dann habe ich einfach gedacht, ja, also jetzt ist die Möglichkeit, also Vincent reinzubringen. Und Vincent ist ein Spieler mit viel Qualität und er hat das ordentlich heute gemacht, glaube ich. Alex hat die ganze Woche ganz gut trainiert und hat gutes Ende im Training gehabt und so. Und ich habe mit Alex einfach vor dem Spiel gestern gesprochen und sagte, das sollte sich gut vorbereiten und wenn die Möglichkeit gibt, ihn reinzubringen, dann werde ich das machen. So, das war so ein bisschen geplant, wann und genau, das war also, kann man nie richtig planen, aber das war mein heutiges Ziel, dass Alex würde heute ein bisschen spielen und ich glaube, dass er hat so, ja, sogar so 15 Minuten gespielt. Bekannt ist, dass ihr euch ja nach dem Spiel sofort in der Kabine trefft und nochmal eine kurze Auswertung macht. Wenn man in eure Gesichter so schaut, dann möchte man denken, es gab ein großes Erdbeben. Gab es ein großes Erdbeben? Also man sagt, was in L.A., Las Vegas passiert, also bleibt in Las Vegas. So ist es. Es bleibt in der Kabine, was in der Kabine gesagt ist. Ihr sagt selbst, es ist schwer zu analysieren, woran es jetzt eigentlich gelegen hat. Ihr sagt aber auch, es ist natürlich ein Kopfproblem. Wo kann man da jetzt ansetzen, um dieses Problem zu lösen? Ja, also wir arbeiten auf alle, alle Kleinigkeiten, jede Woche. Und genau das werden wir einfach weiterarbeiten. Also. Genauso wie mit dem Handball, was vorne läuft, hinten läuft, Mentalvorbereitung und so weiter und so. Das ist einfach ein Teil von alles. Als gefragt, gut, dann danke ich recht herzlich, Daniel Hübner. Gibt es weitere Fragen? Außer vielleicht noch. Nicht der Fall, dann danke ich recht herzlich, wünsche den Eisenachern erfolgreiche Nachhausefahrt und schöne Weihnachtszeit und eine positive Rückrunde. Und Punkte immer. Und noch ein paar Punkte, jawohl. Danke, Wladimir Petkovic und im SC Magdeburg geht es nächste Woche nach Göppingen. Göppingen kommt danach dann zum Pokalspiel hierher. Am 16. Dezember geht es um 19 Uhr los, das Anwurf hier. Und das letzte Spiel vor Weihnachten dann am 23. Dezember, Heimspiel dann gegen Wetzlar. Danke recht herzlich, schönen Abend, danke.